Das ist auch wieder so eine Frage, die du nicht brauchen kannst, oder? Darum der Velohelm. Warum ist es oft so schwierig, eine Fliege mit der Klatsche zu treffen? Die Fliege startet nach hinten, oder? Die starten nicht nach vorne, die gehen immer nach hinten. Dann kannst du tätschen so viel wie du willst. Und wenn man so eine Fliegenklatsche hat, wo Löcher drin hat, dann ist das viel besser, um sie zu brechen, weil dann spürt sie den Luftdruck nicht. Auch da geht es wieder ein bisschen um Luftdruck und so. Aber grundsätzlich, die starten nach hinten. Darum ist es so schwierig und eine Siebklatsche hilft. Wenn ihr natürlich Fliegen mit den Händen fangen, oder? Ja, dann müsst ihr schon ein bisschen gut sein. Also, dann müsst ihr wirklich ein bisschen gut sein. Dann haben wir das auch. Jetzt muss ich schnell die Kamera dort abstellen. Die eine stellt sie mir ab.